Kapitel 4. Hölzerne Kreuze. Ihr Hochgefühl war jedoch nur von kurzer Dauer. Karl und Anna wurden von den deutschen Soldaten in Saint-Mihiel ergriffen und in die Offiziersquartiere zum Verhör gebracht. Karl kehrte auf Seiten der Deutschen an die Front zurück, während Anna im Lazarett Verwundete pflegen musste. Am 8. April begannen die Franzosen mit einem Angriff auf Saint-Mihiel, eine Gelegenheit, die Karl nicht verstreichen lassen wollte. Okay, wir müssen uns wahrscheinlich umziehen, wie es aussieht, aber erstmal auf der Seite hier schauen, ob da wieder was Schönes liegt. Saint-Mihiel. Saint-Mihiel wurde im September 1914 von den Deutschen eingenommen. Diese strategisch wichtige Position war der Frontlinie vorgelagert und trennte die Zugverbindung zwischen Paris und Nancy. Die Truppen der Entente versuchten wiederholt vergeblich, die Stadt einzunehmen. Das gelang erst, als 1918 frische amerikanische Truppen eintrafen. Der Schädel vorne im Bild war gerade sehr anschaulich. Hundi! Hundi! Ja! Wie schnuckt ihr das? Ja! Ist aber offenbar nicht unser Hundi. Das ist der Wurst! Oder doch? Das kann doch kein Zufall sein, dass er gleich aussieht. Hinterhand Mallet. Hundi, bist du es wirklich? Oh, ich glaube, der Hund ist es. 14. Mai 1916. Was ist in diesem Kriegsgefangenenlager passiert? Warum haben sie Karl erschossen? Ich hasse diesen gottlosen Krieg. Wie kann ich Marie erzählen, dass Victor seinen Vater nie wiedersehen wird? Und wir laufen hinterher zum Umziehen. Wie lang dieses Spiel ist, hätte ich nie gedacht. Wie umfangreich. Jo. Wenn wir eins gelernt haben, dann umziehen. Na, sieh mal einer an. Die Pickelhaube kriegen wir wahrscheinlich erst später. Und einen Schlüssel auch. An der Krummsteuerung Lumpen anfrotzen. Lumpen an vor, bitte was? Lumpen an vor, bitte was? Mein lieber Freund. Gut gemacht. Halt. Halt, da liegt noch was. Deutsche Erkennungsmarke von 1916. Eine Erkennungsmarke mit abnehmbarem Teil, der von den Behörden zur Zuordnung der Leiche verwendet werden konnte. Der größere Teil verblieb bei der Leiche. Das Modell wurde ab Ende 1916 eingesetzt. Und es ist ein bisschen bitter, dass die Erkennungsmarken darauf ausgelegt sind, dass ein Teil bei den Leichen bleibt. Alter Fritte! Hey! Werk was ran! Hey, runter nur! Hey! Zwurbel im Lack! Der hat gerade alte Fritte zu uns gesagt. Wie geil. Alte Fritte. So, da kommen wir eh noch nicht durch. Wir brauchen noch... Aus irgendeinem Grund brauchen wir wahrscheinlich noch Panzer. Den Code. So, hier kommen wir her. Wir gehen erstmal da hinten durch. Aber ich glaube, da brauchen wir dafür eine Haube. Hallo? Ah, so geht's. Der gemächliche Herr. Ich brauch den Schlüssel. Hund, ist ja gut.
Wahrscheinlich müssen wir hier eine Fahne hissen. Ein goldener Apfel. Oh. Die Gazette der Ardennes. Der Ardennes. So, die Zeitung der Ardennes. Die Zeitung der Ardennes war eine Tageszeitung, die in Belgien herausgegeben und in der von den Deutschen besetzten Zone verteilt wurde. Diese Zeitung war ein deutsches Propagandawerkzeug in französischer Sprache, das die ortsansässige Bevölkerung über besetzte Gebiete und Kriegsgefangene und die Heldentaten des Königreiches Österreichs-Ungarn informierte. Den Feind unterwandern. Na, Rumpkus hat am Kasten? Ja, die Mellet. Ja. Ja, dass wir den Schlüssel brauchen, wissen wir ja. Ich weiß nur nicht genau, wie wir an den rankommen. Okay, jetzt wissen wir, wie wir an den rankommen. Oh, lecker Äpfel. Ich dachte, hier ist Nahrungsknappheit, aber hier zum Glück nicht. Yeah! Vielen Dank, mein Kleiner. Schlüssel haben wir jetzt auch. Damit hoch die Humpen! Da können wir hier durch die Tür. Hat ja sicher auch seine Richtigkeit, dass wir hier sind. Und zack! Und da haben wir auch die Fahne. Was haben wir denn hier? Eins. Okay, ich muss mir das mal gerade aufschreiben. Sekunde. Hatte ich hier nicht noch irgendwo 1, 2, 3 von der letzten Aufnahme aufgeschrieben? Warte mal. So, eins ist unten rechts. Zwei ist oben rechts. 3 ist unten rechts. Bin ich mal gespannt, ob wir damit den Tresor aufkriegen. Aber erstmal hissen wir mal eben die Flagge. Einfach nur, weil wir eh gerade ums Eck sind. Naja, man will ja nicht, aber man muss. So, ist ja für die WM. Und hat das was gebracht? Ich habe das Gefühl, wir müssen mit der noch irgendwas machen. Das war noch nicht alles. Ich glaube, wir müssen die nochmal abnehmen. So. Unten rechts. Oben rechts. Unten rechts. Vielleicht ist das Fenster anders kodiert. Ach so. Das ist ja schlau. Okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, was gemeint ist. Die 1 oder die 8 bei der 1. Die 2 ist jetzt nochmal die 1. Kann ja gar nicht sein. Vielleicht ist das ja auch die... Und dann die 5. Also wahrscheinlich 8, 1, 5. Vermute ich mal. Oder ich erkenne nicht, was bei der... Ach so. Wahrscheinlich 8, 1, 5. Das ist ja schlau gemacht. So, probieren wir mal 8, 1, 5 geradeaus. So. Na, das war ja schlau. 8. 1. 5.
Yeah! Wie raffiniert! Marschrucksack, Bajonett! Und die Franzosen greifen an, wie es aussieht. Natürlich genau jetzt! Scheiße! Das habe ich nicht kommen sehen. Ich habe den Schatten gar nicht gesehen. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Und rein da! Na komm, mein Freund, komm rein! Nein! Leb wohl, alte Fritte. Zittert er etwa? Und schon wieder ist es Krieg. Und rein. Ausdehnung des Gaseinsatzes. Das im Krieg verwendete Giftgas war schwerer als Luft und konnte daher in Schützengräben, Stollen und Unterstände eindringen, wo es sich über längere Zeit hielt. Das zwang die feindlichen Truppen dazu, ihre Gräben zu verlassen oder Gasmasken aufzuziehen, was ihre Kampfkraft deutlich verminderte. Im Laufe des Krieges wurden immer größere Mengen Giftgas eingesetzt. Noch heute stellen Reste von Giftgasmunition eine Gefahr für die in den ehemaligen Kampfgebieten lebende Zivilbevölkerung dar. Wenn ich das richtig sehe, auf dem Bild übrigens Kinder mit Giftgasmasken, mit Gasmasken. So, der Hund ist schlau, der ist vor uns oben. Ah, hier. Hey, Paul! Wir können den Hund auf gar keinen Fall zur Gasmaske schicken. Der Hund heißt Walt. Was liegt da? Moment. Flachmann. Ein Flachmann konnte unauffällig in einer Hosen- oder Jackentasche verschwinden und enthielt gewöhnlich etwas Hochprozentiges, um dem Soldaten den nötigen Kick zu geben, bevor er in die Schlacht zog. Oder nachdem er aus einer Gefahrensituation zurückkehrte. Das hat ja geklappt. Hätte ich nicht gedacht. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, für den Hund brauchen wir eine Gasmaske, damit er die zweite holen kann. So. Der Hund sieht lustig aus mit Gasmaske. Von der, dass die Zunge noch raushängt, trotzdem ist es merkwürdig. Du bist ein guter. So, mit der Kopfnuss hauen wir die Wand ein. Ich weiß, ist nicht witzig gerade, aber eigentlich doch ein bisschen. Okay. Schwerer deutscher Helm. Dieser Helm wurde eingeführt, um die Pickelhaube auf dem Schlachtfeld zu ersetzen und die Soldaten vor Schrapnellen zu schützen. Er war viel dicker als das französische Pendant und bot besseren Schutz. Sein Rand schützte sogar die Ohren. Der Preis für den besseren Schutz war das Gewicht. 1,32 Kilogramm gegen 580 Gramm. Das war der schwerste Helm,
der jemals produziert wurde.